Setzt, muss man auch mal zwei, drei Worte dazu verlieren. Also muss ja dem Moderator auch mal zustehen. Weiter geht's mit der Action. Hand Nummer 33. Jetzt gibt es ja erstmal Gummibärchen für die Spieler. Das ist auch wichtig. Zwischendurch mal. Was für ein Blutzuckerspiegel. Sonst werde ich öfter schwellen. Pharao mit dem Straddle. Pocahontas hier mit dem Open Race auf 80. Gitman called am Button. Super Big im Small Blind. Ja, called er auch. Seitenwegs called. Und Pharao wird er im Leben nicht fohlen, wenn der 80% spielt. Und genau so hat Pocahontas sich diese Hand vorgestellt. Genau das willst du haben. Vier Spieler callen. Ich bin mal gespannt auf den Flop. König 10, 6, Rainbow. Ja, das ist eigentlich ein ganz ordentlicher Flop. Für jeden ein bisschen was dabei. Pfeifenwichs. Donkt hier rein natürlich mit dem Treffer in gewohnter Manier. Pocahontas. Mit dem Race. 3, 5. Und jetzt gucken wir, was der Hitman macht. Mit Top Pair. Called hier. Super Vic. Okay, mit dem Treffer. Verabschiedet sich schnell. Oh, Pfeifenwix foldet hier auch diszipliniert. Also ideal gelaufen hier für Pocahontas, auch wenn die Turnkarte keine schöne Karte ist. Aber nur ein Caller hier. Und sie bleibt weiter am Gaspedal. 4,20. Ja, auch schöne Bet-Size für so eine Hand. Wie König 4. Hitman kriegt jetzt natürlich riesen Odds. Schaut nochmal kurz gen Himmel, ob er hier callen soll. 4,20 ist einfach auch jetzt nicht so viel. Da wird er wahrscheinlich auch ungern folden. Hast du wieder gesagt, oben? Was hast du spielst? Er grinst sich noch ein. Hat er keine großen Hände gehabt bis jetzt. Und, starker Fold hier mit dem Top Pair. Wird jetzt Pocahontas gar nicht so unrecht sein, glaube ich, dass sie hier den Pot ohne große Gegenwehr einfach mitzieht. Ja, genau. Freut sich auch über den Pot. Nice Hand hier, Lisa. Hat sie gut gemacht. Also gegen vier Gegenspieler ist es schon immer sehr risikoreich hier mit den Assen. Da ist schon viel unterwegs, gerade wenn König Dame 10 unterwegs ist. Da gibt es schon einige Hände, die einen da aussacken. Von daher wird sie froh sein, die Hand hier einfach so gewonnen zu haben. Und der Pot war ja auch ganz ordentlich. Ich glaube, 120 Big Blinds, die sie hier einfach mal so mitnimmt. Ohne große Gegenwehr, überhaupt ohne Gegenwehr. Also, nice Hand. Wo kommt das? Nice Hand. Ich bin schon gespannt, welche Hände-Highlights wir haben. Im letzten Stream gab es gar keine Highlights, die hochgeladen wurden. Hat aber das nicht gemacht. Oder gab es da Highlights? Gab es auf jeden Fall. Keine Reine gab es. Ja, aber es gab keine. Doch, was letztes Stream war ja mit. Hat doch kurz dann gemacht. Irgendwas gut, was gab es da? Hab ich nur vergessen. So, Lisa, Option. Schon so lange, ja. Der Content kam so schnell, ich glaube, deswegen habe ich es vergessen. So, Pocahontas bleibt auf dem Gaspedal. Race direkt die nächste Hand. Will den Lauf gleich mitnehmen. Wie sagt der Pokerspieler immer, rauf auf den Lauf. Das macht es auch richtig. Direkt weiter erhöhen. Gerade bei so einem passiven Tisch musst du einfach und jede halbwegs gute Starthand direkt erhöhen, direkt einen Pot aufbauen. Hilft da nichts. Muss man einfach spielen bei so einem Tisch. Wer folden will, kann auch daheim bleiben. Von daher setzen, Leute. Immer setzen. Und der Tisch macht seinem Namen alle Ehre. Oder zumindest seiner Statistik. Alle callen.
7 Spieler am Flop, Dame 9-3. Und ich muss selber mal gucken, ob überhaupt irgendjemand getroffen hat. Der Pharao natürlich. Trifft die 3. Wie soll es auch anders sein? Und ist tatsächlich vorne. Das gibt's doch nicht. Das sagt doch alles über den Abend. 7 Spieler und der Einzige, der trifft, ist Pharao. Ist doch unfassbar. Maroon attackiert den Pott. Der will ja auch mal irgendwie Initiative zeigen. Vize wäre noch ein Kandidat mit 7-2 off. Aber ja, der zeigt dort auch keine Aggression heute. Also da hätte er Preflop schon was machen müssen. Ich glaube, jetzt am Flop braucht er, oder wird er auch nichts mehr machen. Kann ich mir nicht vorstellen. 1,50, ja. Ja, dann höre ich mit Jörg Musik. Ja. Fette Elke Schreiber. Ja, Pharao callt natürlich mit dem Treffer. Pocahontas verabschiedet sich. Dann haben wir noch 2 Spieler. Kitchen Bar sortiert den Pott. Und da kommt die 4 für Pharao zum Two-Pair. Macht auch einen Treffer für Bra Maroon. Jetzt gucken wir mal, was der Pharao draus macht. Macht erstmal die Denkerpose. 2,50 ist die Bett. Okay, das ist natürlich gute Odds jetzt hier, vermeintlich, für den Maroon. Und der will hier offensichtlich die Initiative behalten. Raised hier auf 5,50. Und wird schnell gecallt hier vom Pharao. Das ist ja auch immer ein Alarmsignal, wenn du so schnell gecallt wirst. Da ist schon was im Busch. Also jetzt braucht man einen guten River. Komm, hau raus, Kados. Ah, die 10. Okay. Das ist eine Blank. Oh, falscher Check hier. In dem Fall guter Check, weil Maroon All-In geht. Wollte gerade sagen, falscher Check. Die Chance ist riesig, dass der Gegner behind checkt. Aber Maroon bleibt auf dem Gaspedal, geht All-In. Und Pharao hat jetzt eigentlich eine sehr einfache Entscheidung. Ja, findet den Call. Schlechte Nachrichten hier für Maroon. Showdown. 3-4, 2-Pair. Ja. Und Pharao hat einen unfassbaren Lauf. Also, da fällt dir nichts mehr ein. Dieser Pharao, der gehört verboten. Bei dem rennt einfach bergauf. Wahnsinn, da kann ich nichts machen. Der zieht einen Pot nach dem anderen, egal was er macht. Also, wenn der hier nachher nicht mit 10 Stacks plus rausgeht, dann weiß ich es auch nicht. Pharao, unfassbar. Absoluter Pokerkönig, ja. Anders kann man es nicht sagen. Aber er ist gut für den Tisch, er ist unterhaltsam, er bringt Action an den Tisch, also sei ihm auch gegönnt, von daher. Und er freut sich auch. Ja, so selten wie der spielt, muss man auch mal was investieren. Genau, ich nutze jetzt aber mal die kleine Unterbrechung. Cash and Bar verteilt den nächsten Rebuy. Der Kevin hat noch was mitgebracht. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ich halte es mal hier in die Kamera. Da steht irgendwas Schokoladiges drauf. Schokolade. Am Mann. Keine Ahnung. Er hat irgendwas gesagt, es wäre ein, wie nennt sich das? Schokoschaumkuss? Ah, packe ich doch jetzt gerade mal aus. Und es ist einer. Den werde ich jetzt mal schnabulieren, weil ich brauche auch mal eine kleine Stärkung zwischendurch. Nicht Prost, sondern Mahlzeit. Geil. Das ist so ein richtiger Premium hier, Schokoschaumkuss. Sieht man das? Der ist ein bisschen fester, cremiger. Weiß ich gerade noch mal rein. Ich hole hier alles voll. Also, wo auch immer der Kevin das her hat, vielen Dank. Hast du gut gemacht. Hilft mir weiter und bringt mir die Kraft für den Endspurt hier im Stream. Weiter geht's. Muss aber noch mal kurz reinbeißen. Super. Sehr gut. Danke, Kevin. Nichts gibt's, Janik. Keine Einspieler, wie ich esse. Das mache ich, Gott sei Dank. Das kann ich ja hier einfach schnipp, schnapp zensieren.
gerade mit einem Schluck Bier nachhelfen. Ist doch schon sehr süß, aber lecker. Okay, Kevin hat Graced hier, den Pot eröffnet auf 35. Kann Kevin dir zeigen. Vier Caller kriegt er. Und Cash in Bar dealt den Flop. König 7-7. Den exakt alle verpassen. Oh, Kevin keine Conti-Bet. Spannend. Alle checken. Turn ist die 8. Da wird es dann schon wieder ein bisschen spannender, weil sich Optionen auftun. Geht man hier mit dem Treffer. Wie ich den kenne, wird er anspielen. Macht er hier auch relativ schnell. 1,50, halber Pot. Oder fast Pot. Pardon. Und die Gegner folden Insta. Also da macht er den Pot klar. Läuft aber Hitman. Boah, brutal. Keschenbar sagt es. Kleines Shooted Ass. Komplett vorbei. Ja, Hitman macht endlich auch mal einen Pot. Bei dem ging noch gar nicht so viel heute oder ist noch nicht so viel zusammengelaufen. Auch einfach keine Starthände gehabt, genauso wie der Maroon. Einfach nichts los, gibt so Abende. Die spielen auf der anderen Seite auch erst 36 Hände in 2 Stunden 40. Gut, wir haben nicht gleich angefangen. Ist einfach halt auch noch nicht viel Poker gespielt worden. Von daher kannst du auch nicht viel erwarten. Zwei dabei haben, aber keine 4 Leute. Genau. Spätestens wenn der Pharao dabei ist, macht er 2 Pair. Wenn er schlecht in Form ist, und sonst in der Form. Sonst direkt halt. Flasch. Genau. 35. So, Kevin mit der nächsten Erhöhung Preflop. Hitman mit dem Call und Pharao hätte jetzt endlich mal die Option am Button für eine 3-Bet, findet aber auch nur den Call. Und bringt natürlich die anderen auch hier mit rein in den Pot. Pocahontas Calls, Vize Calls und 5 Spieler. War denn deine beste Karte ja, heute? Ja, wahrscheinlich. Ja, mach mal klar. Ich muss endlich was essen. Ah, noch so Pepperoni. Ich krieg die Tüte sogar auf mittlerweile. Muss ich einfach nur noch draufhauen? Ja. Lisa. Die Motorik kommt zurück. Total. 8-5-3. Hitman spielt direkt an. Oh, ich bin auch in der falschen Kamera, pardon. Kurze Unachtsamkeit. König am Turn. Macht Hitman und Vize hier das 2-Pair. Gucken wir mal, wie sie die Hand weiterspielen. Ob hier der Vize noch einen Raise auspacken kann. Nee, Gegenteil. Pharao packt hier das Raise aus und macht die Hand spannend. Oh, Vize mit der 3-Bet hier auf 8. Interessant. Und das ist jetzt für Hitman gar nicht so einfach, ne? Er spielt hier an. Kriegt den Raise, kriegt die 3-Bet. Und Pharao weiß gleich Bescheid, was Sache ist. Zieht sich aus der Hand raus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es noch irgendeinen Scary River gibt. Ah, die 5, die macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Vize check. Und Hitman wird wahrscheinlich auch behind checken. Kann man nicht vorstellen, dass der hier jetzt noch seine Hand in Bluff verwandelt. Direkt Flop. Einmal 5. Call. König
Oh, Splitpot. Mann. Vize verzweifelt da hinten in der Vize-Corner. Sitzt der Gold richtig. Vize kann einfach keine Hand gewinnen. Ich drehe mich einmal heute. Nice Hand. Ja. Schade, Vize, schade, Vize. Wieder nichts gewonnen, ne? Aber immerhin, gesplittet ist nicht verloren und everyone loves the top pot. Also von daher, Vize, muss man doch einfach mal, man kann das auch als Erfolg werten, ne? Also wie diese Fußballer, die dann irgendwo so ein Grottenspiel machen, Grottenkick und irgendwie 1-1 oder 0-0 spielen und sagen, heute haben wir unsere Taktik umgesetzt und sind voll zufrieden mit dem Spiel und bla 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 und das ganze Gedöns. Ne? Also von daher, Vize, einfach jetzt einfach runterschlucken, akzeptieren, nicht verloren, ist auch fast gewonnen, kann man das so sagen, oder? Nice Hand, nice Hand. Ja, interessant wäre natürlich gewesen, wenn der Vize jetzt nicht geraced hätte, sondern nur gecallt hätte. Hitman hätte gecallt, hätte der Pharao am River nochmal einen großen Bluff ausgepackt. Hätte er irgendwie nochmal 10 gesetzt am River. Wäre interessant gewesen, da wäre vielleicht nochmal Geld reingekommen. Hätte man machen können mit der Hand. Auf der anderen Seite natürlich Flush Draw draußen. Kann man schon da auch dann klar machen, die Hand. Ja. Gut, auf der anderen Seite kann man am River natürlich auch nochmal setzen und versuchen, Value rauszukriegen nach der Action. Wenn der Hitman Bet Call spielt, ist die Chance, dass er einen Draw hat, geringer, als dass er jetzt eine Mate Hand hat. Aber ja, ist müßig, Vize. Alles gut, weitermachen. Als deutscher Meister darf man das so machen. Jetzt geht's dafür aber, glaube ich, mal richtig rund, oder? Jetzt muss doch mal was gehen in der Hand. Hitman eröffnet. Direkt ohne Limp, ohne Raise auf 1,25. Durch ein knackiges Open Raise. So, Pharao, Option. 1,25. Ja. Pharao in gewohnter Manier. 3-Bet kennt er nicht, Preflop. Called hier. Und Kevin denkt sich, da ist was zu holen. Da sind die Odds, die Implied Odds riesig. Da geht er mit. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Die junge 9-9, interessant. Okay. Nichts dabei hier für Ace King. Macht aber noch eine Conti-Bet hier, der Hitman. Und Pharao wird er im Lebtag hier nicht folden. Hat er schon seine Chips formiert. Schiebt die schnell nach vorne. Kevin foldet hier, hat total verpasst. Die 8 am Turn. Okay. Die macht dem Hitman hier noch den Flush Draw und wird er wahrscheinlich weiter setzen. Quattro Formaggi. Und direkt gecallt. Bet von 4 und schnell gecallt hier. Ja. Also Pharao bleibt am Ball. Ist ihm nicht ganz geheuer. Und Matze wieder. First in. Ja, jetzt haben wir schon einen relativ großen Pot. Jetzt ist die Frage, ob man Pharao hier am River noch rauskriegt. Pharao ist ja kein Gegner, den man gern bluffen möchte. Foldet ja wenig bis gar nichts. Also ich glaube, da würde ich den River einfach check folden jetzt, nachdem hier der Draw nicht ankommt. Lass doch mal den Arm, Roman. Aber sieht nicht so aus, als will der hier die Hand schon aufgeben. Ich fand den gut. Hitman überlegt und überlegt, was er machen soll. Ich glaube, der weiß einfach nicht, was er machen soll. Ist sie noch sehr unschlüssig.
Aber es sieht so aus, als wollte er setzen. $8.50 und das ist auch eine ordentliche Setzgröße. Die gibt dem Pharao zu denken, aber schneller Call hier. Und Pharao mit den Queens hier. Nice Hand hier. Starke Hand, starke Hand. Stark. Ja, Pharao nickt und zieht den nächsten großen Pot. Das gibt's doch einfach nicht. Also. Starkes Poker. Ja, also ich weiß, würde jetzt nicht übertreiben oder das übermäßig in den Vordergrund rücken. Starkes Poker, weiß ich nicht. Da müsste eigentlich Preflop schon ein bisschen mehr Action machen. Also das ist eine klare 3-Bet-Preflop, egal was, was ist, wie groß das Raise ist. Der weiß ja nie, wo er dran ist jetzt in der Hand. Wenn der Gegner da irgendwie einen Jack hält oder Trips hält oder ein Overpair hält, Aces oder Kings, dann zahlt er einfach halt gnadenlos aus. Also da kannst du die Bet ja wählen, wie du willst. Aber das muss man Pharao lassen. Der zieht hier Pot um Pot und einfach sein Graph ist einfach eine Gerade. Da kannst du das Lineal anlegen. Werden wir uns angucken, wenn wir wieder soweit sind. Bei Hand 40, nach Hand 40 gibt es den nächsten Chip-Count und die nächste Standings-Pause und dann wird Pharao noch weiter in Führung sein. Wie der FC Bayern zu seinen besten Zeiten, aber die sind ja Gott sei Dank vorbei. Das mal an dieser Stelle. Ist auch gut so. Ne? Hier, denke ich nur der Vize. Also, weiter geht's. Carlos versorgt noch die Spieler mit Chips. Offensichtlich gibt es da Bedarf. Kann ich gerade mal umstellen. Ich glaube, der Hitman hat doch mal nachgefasst. Und ich weiß nicht, ob noch jemand Chips nachgefasst hat. Carlos muss ja immer die Standings eingeben, beziehungsweise die Rebuys. Da hatten wir bisher immer das Tablet, aber das hat ja technische Probleme verursacht. Deswegen machen wir das jetzt alles händisch am PC. Ist ein bisschen aufwendiger, geht eine Sekunde länger, aber dafür läuft der Stream heute stabil. Wie Sau. Also sehr gut alles. Jetzt habe ich es verstanden. Super weg. Pharao ist chart. Nvidia. Passt gar nicht mehr auf einen Bildschirm wahrscheinlich. Nvidia, sage ich da nur, ja. No limits. To the moon. So, jetzt versucht sich mal der nächste hier. Hitman mit dem Straddle. Hat er nochmal ordentlich nachgeladen. Supervic eröffnet hier auf 1,55 mit Ace King Off. Interessant. Also die Open Races werden auch immer wilder und immer größer. Gerade von diesen, in Anführungszeichen, passiven Spielern. Auch so ein typisches Merkmal, dass die Open Races dann völlig unkontrolliert und viel zu hoch ausfallen. Vor allem völlig unkonstant. Kriegt trotzdem 3 Corner. 10-8-8 kommt runter. Natürlich jetzt auch nicht das Board, was man sehen will mit Ass-König. Aber kein Gegner trifft. Nur Kevin, der hat hier seinen Open-Ender. Ja, und spielt hier direkt den Draw an. Als erster von vorne weg. Schöne Donkbet. Und Supervic entsorgt sofort die Hand. Oh, jetzt habe ich die Action total verpasst. Den Turn hat sie mir nicht angezeigt. Das war die Turnbet, als Kevin die Hand gemacht hat. Der Flop wurde, der... Ich bet nochmal dark. Die Flop-Setzrunde wurde nur gecheckt. Ist ja Wahnsinn. 4,85. Kevin setzt dark. 4,85 und der River ist ein Ass. Jetzt schauen wir mal, was der Omar draus macht. Pharao. 4,85. Callt es. Gute Taktik. Ich habe die Action leider echt verrafft, weil der Turn nicht rechtzeitig angezeigt wurde. War ja alles dark von Kevin gesetzt. Stark. Und Kevin kriegt hier riesen Value. 200 Big Blind Pot. Einfach von 7-4 off. Also Wahnsinn. Nice Hand, Kevin. Optimal den Value rausgezuzelt. Da hätte er sogar also noch mehr, viel mehr setzen können. Ja? Also gerade so mit diesen blinden Bets. Also da war wirklich noch mehr drin.
So, die nächste Getränkeabholerin ist auch da. Hier, willst du beim Stream winken? Hallo. Hi. So, Pocahontas holt sich gerade Nachschub. Ja. Kevin hat einen großen Pott gezogen gegen Pharao. Endlich mal. Spielt mal einer gegen Pharao von euch. Ja? Nicht für Pharao, ja. Ja. Also, da hätte er sogar noch mehr blind setzen können. Pharao hätten auch 8 gezahlt, wenn er blind gesetzt hätte. Aber schon interessant, das musste er halt dann machen, dann in den Händen wirklich auch hochsetzen, um dann Value zu kriegen von so einem Spieler, der hier alles spielt und alles callt. Also da musste er einfach halt dranbleiben. Gut gemacht, Kevin. Ja, genau, da. Sehr gut, Kevin. Also, Gruß geht raus. Sadi Sebo, ist wahrscheinlich die Schicht gerade vorbei. Hast jetzt Feierabend und kannst unseren Stream angucken. Servus, willkommen zum großen Finale. 48 Hände spielen wir heute. Bist genau richtig. So, und bei dem ganzen Trubel habe ich jetzt die Action verpasst, aber ich gehe mal davon aus, dass Supervic hier Preflop groß erhöht hat mit seinem Pocket-Pärchen und alle Folden. Die Rabbit-Cam läuft noch. Oh, Kevin hätte mit Ace-Jack getroffen. Ja. Ja, also, Victor macht hier Preflop einen Pot klar, und das gibt's doch nicht, dass der erste Pot der Preflop hier klar gemacht wird. Also, Wahnsinn. Macht er gut. Macht er gut, der Victor. Passiert genau das, was. Aber da machst du quasi. Ja, weil der weiß immer wieder hinten dran ist. Und du auf dem Button. Also, es ist schlecht, nur schlecht, als du da gespielt hast. Streng dich mal an. So, eine Hand haben wir noch. Ich habe mich ein bisschen vertan. Hand 40 gibt es nicht den. Die Standings, sondern Hand Nummer 41. Aus irgendeinem Grund, der mir jetzt gerade nicht bekannt ist, sind wir um eine Hand weiter, als wir eigentlich wollten. Ich weiß nicht, ob da irgendwas falsch gedrückt wurde oder irgendwas. Nach der Hand, wenn der Hitman im Button ist, dann gibt es die Stats und Standings. So lange muss der jetzt noch warten. Das könnte ja gut werden. Ich mir auch. Das hat immer nur für einen gut. Entscheidend ist der Konjunktiv. Das wird immer nur für einen gut. Der andere guckt nie mehr. Das Rennen ist immer da. Ja, das kriegt noch jemand anders. Ja. Das ist gute Luft, ja. Heute du. Driften kann man mal wieder. 60. Ja, Vize eröffnet hier die Hand. Queen check off. Und Maroon am Button. Ja, und ich auch eine Hand, die man mit 3 betten kann. Gerade am Button. So. Hitman calls, Pharao wird sowieso callen. Der foldet einfach keine Hand. Warum auch? Das Ergebnis gibt ihm recht. 4 Spieler am Flop. Obwohl ich deine Karten nicht kenne. Ja, das ist aber das Wichtigste. König 8, 2, Rainbow. Hitman, ja, Wieler. Check, check. Check, check. Aha. Überall Schwäche. Schwäche gesehen. Alle checken. Kevin sagt's richtig. Alle Schwäche gesehen. Maroon spielt an. Halber Pot. Unter halber Pot. Pharao hat getroffen, das heißt, er wird im Leben nicht folden. Der grinst schon. Nee. Ich wette mal noch 2. Wem hat jetzt Out gemacht? 1? Nein. Ah, da kommt auch der Call von vorne. Das hast du nur gemacht, weil ich 2 gesagt habe. Ja, Janik hat das Farbenfeature entdeckt. Sehr gut. Sorgst noch für ein bisschen Farbe im Stream. Die 10 am Turn. Verändert jetzt erstmal nichts, außer dass der Maroon einen Flushdraw aufgabelt. Pharao mit dem Check. Ja, ich kann mal gleich einrichten. In der nächsten Schlupfpause. Maroon haut hier nochmal eine große Bullet raus. 3,50. Dreiviertel Pot.
Pharao mit dem Call mit seinem Bottenpair. Interessant. Der ist da echt eisern. Wenn er getroffen hat, dann callt er runter. Und der Jack am River. Pharao mit dem Check. Und jetzt müsste Maroon halt schon die Lage reinstellen, um irgendwas auszurichten. Wenn er jetzt da 5 setzt, wird der Pharao ihn einfach callen. Don't drink and also da hilft nur ein Move, all in. Ansonsten kann er gleich folden. Guckt sich nochmal irgendwie den Pot an, auf dem Kontrollmonitor. Ich wollte das nicht, ich hab nur Scheiße gegeben. Der Fischer flog bei dir. Ein Trinker nix. Jetzt bin ich mal gespannt. Packt Maroon noch die Bet aus und was macht Pharao dann? Ich darf noch nicht. Wenn es Fieber unter 40 ist, dann darf sie wieder. Nee. Also, es reicht nicht. Er checkt. Gibt auf. 5, 6, das ist echt nichts. Und Pharao zeigt Dame 2 off und gewinnt hier den Pot. Eieiei, du, einfaches Poker, wie easy das hier für Pharao läuft. Wahnsinn. Dem läuft's einfach rein. Pharao hockt da. Weißt du, der hätte wirklich noch so aus Mitleid gecallt, damit du wahrscheinlich. Pharao hockt einfach da und sammelt das Geld. Unfassbar. Ja, also das ist so eine Hand, wenn du so einen Spieler zum Folden bringen willst, also da musst du schon klare Signale senden. Also da ist wirklich, glaube ich, nur All-In-Bet, egal was im Pot ist, immer besser, weil dann merkt der Gegner so, nachdenkt, ah scheiße, All-In, der hat was. So, das sind Signale, die musst du ihm senden, ansonsten wird es schwierig. Hilft nichts, ich blende euch die Stats ein, deswegen sind wir ja hier. Also 40 Hände gespielt, Pharao 10 Lagen im Plus, der Graf ist eine Gerade, da kannst du echt das Lineal dranlegen. Wahnsinn, crazy. Kevin noch 2 Lagen im Plus und der Rest in der roten Zone. Ja, anders kannst du es nicht sagen. Wahnsinn, dieser Pharao, unfassbar, wer hat den Typ angeschleppt? Also da fällt mir nichts mehr ein. VPIP 82,5. Ich bin mal gespannt, ob er die 85 noch reißen kann, der Pharao. Superweg noch irgendwie hinten dran, versucht noch Schritt zu halten, aber schafft einfach keiner. 82,5% BFR. Da ist Kevin immer noch einzig und allein vorne. Der einzige Spieler, der Preflop aggressiv ist. Und Winrate, Kevin und Pharao ganz vorne. Da spiegelt sich einfach alles wieder in diesen Statistiken. Wahnsinn. Ja, brauchen wir nicht mehr zu sagen, außer auf geht's in den letzten Orbit. Weiter geht's. Also ich würde an deiner Stelle mal so ein paar Sicherheitsleute. So, ich weiß es gar nicht. Irgendwo ran hängt es gerade. Der Dealer ist noch nicht so weit. Muss mal kurz fragen, woran es hängt. Also es geht weiter. Ein Orbit noch. Ich gehe mal kurz rein und kläre das nochmal persönlich am Tisch. Okay, also ein Orbit wird noch gespielt. Dafür sind zu viele Leute jetzt gerade im Stream.
Das wollen wir natürlich laufen lassen. Und dann haben wir 6 Orbits gespielt. Das passt auch sehr gut. Also auf ins große Finale. Kevin hebt das Glas. Im Stream am Tisch wird geprostet. Zum Wohl, Leute. Menschen, Menschen. Also sei den Spielern gegönnt. Einen schönen Whisky. Ist gut für die Stimmung, gut für die Action. Und schon wird gestraddelt und geraced. Also Kevin eröffnet den Pot hier auf 1-5. Mit A7 suited. Maroon, Hitman, Supervic, Pfeifenwix, alle callen sie. Und auch ein Pharao wird hier nicht holden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, was? Nee. Was? Pharao foldet, das gibt's nicht. Warum? Warum? Das muss die magische Grenze sein. Junge 2 off muss die magische Grenze sein. Dame 2 haben wir ja gerade gesehen, spielt er. Junge 2 ist die magische Grenze. So, und der Flop kommt runter, Dame 2, 6. Der Check, Pfeifenwix spielt wieder sofort an. Sein Treffer, Dame 5. Wird gecallt hier von Hitman, der hier auch die Dame hat. Und da kommt die 5 für Pfeifenwix. Das ist natürlich eine Money Card. 4-10. Jetzt gucken wir mal, was der Hitman draus macht. Callt hier schnell. Ja, Carlos hat Mühe, die Chips zu sortieren. Und der River ist die 10. Wahnsinn. Wahnsinnskarte. Jetzt gibt es nur noch eine Setzgröße. Pfeifenwix. Naja, alles. Wie viel? 10 für die Ihnen stimmt. All in und call. Oh, schlechte Nachrichten hier für Pfeifenwix. Das geht aber, du. Eieiei, du. Ganz schlechter River hier für Pfeifenwix. Der geht ins Mark, der River. Der trifft ihn. Eieiei, ei, ei, für Pfeifenwix. Da bist du locker jetzt. Also jetzt du bist so zufrieden aus, ne? Eieiei. Der arme Pfeifenwix, kannst du nichts machen. Ja, steckst du nicht drin. Aber das sind halt absolute Money Cards, die gibt's halt im Poker, die brauchst du im Poker, um Pötte zu kriegen. Für Hitman auf der anderen Seite jetzt endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Der hat auch hier gut abgeschenkt bisher in der Session, ist auch nicht in Tritt gekommen und macht jetzt mal einen Pot. Eigentlich, die Hand spielt sich von selbst, da kann der Pfeifenwix nichts machen. Muss er auf alle Fälle setzen, so wie er gespielt hat. Spielt er sogar gut, spielt er richtig, kriegt er da auch von King Queen oder was wahrscheinlich noch einen Call. Ace Queen ist ja auch bei solchen Spielerrunden unterwegs, dann auch im River gern nochmal und callt dann einfach, weil sie zu passiv gespielt haben. Kannst du nichts machen, einfach Mund abputzen, Pfeifenwix und weiter den Whisky genießen und die nächste Hand spielen. Das Gute ist ja beim Pokern, die nächste Hand kommt immer nach der Hand, die man gerade gespielt hat und dann geht es einfach weiter. Einfach weiter. Und so ist es auch hier. Cash and Bar schon wieder am Dealen. Wahnsinn. Wahnsinns Runde heute. Also Max Payne hier muss der Pfeifenwix durch. Ist auch völlig konsterniert und guckt in die Leere, in die Ferne. Ja. Wenn er jetzt irgendwo an der Klippe sitzen würde, würde er einfach so den Blick gehen, Horizont schweifen lassen. So guckt er einfach an den Kontrollmonitor. Schade. Aber gut, so ist es. Weiter geht's. Kevin bleibt auch weiter auf dem Gas. Der hat schon die Situation richtig erfasst.
dass der hier quasi jede Hand, die Postflop gut performt, einfach eröffnet und einen Pot aufbaut. Vize wieder mit 7-2, wieder am Straddle. Mal gucken, ob er diesmal was draus macht. Aber ich glaube fast nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Gut funktioniert hier, ja. 1-10, total. Hitman, Superweg, Falkenwix, Pharao, alle Limpen rein. Und auch der Vize. Wäre jetzt ein schöner Moment gewesen, hier einfach mal irgendwie 7 oder was Preflop zu machen und den Pot einfach direkt mitzunehmen. Aber da fehlt so ein bisschen der Mumm, Preflop mal im Play auszupacken. Irgendwie traut sich da heute keiner außer mit Kevin. Dame, Junge, 3 mit 2 Pick. Ist natürlich wieder ein Traum hier für Kevin. Wenn der Pharao einen Flush-Draw selber hält. Kevin weit vorne jetzt hier mit dem Top-Pair. Jetzt wird er von vorne wieder so 2-3 Euro setzen. Taschenhauer beeinflusst jetzt, gell? Nein. Hast du Vize auch schon gecheckt, weil der Kollege meint hier mit seinen 7-2-4-20 zu betten. Ja, Kevin jetzt hier mit einer ordentlichen Conti-Bet. 4,20, 3 Viertel Pot. Ich will jetzt schon mal das Feld hier ausdünnen an der Stelle. Ein Hitman, auch ein Loser-Call hier. King Jack. Nicht vorstellen, dass Pharao hier foldet. Wäre eigentlich auch eine super Hand hier zu raisen mit Nut Flush Draw, aber ja. Ist Pharao nicht der Spieler für in dem Moment. So, das könnte der größte Pot des Abends werden. Ja, die 2 ist eine Blank. Wenn Kevin jetzt eine richtige Bet auspackt, mal so Richtung 15, dreiviertel Pot wäre jetzt nice. Einfach mal 15 setzen. Mal gespannt, wir gehen mal in die Seitenperspektive. Da sehen wir die Gedanken von Kevin ein bisschen besser. Da kann man quasi fast schon in sein Gehirn reingucken. Wie er die Odds kalkuliert. Die Outs, die Karten, die Gegner. Kevin, das Mastermind. Ich glaube, da kommt eine große Bett. Oh, die ist mir fast sogar ein bisschen zu klein in der Konstellation. 11.30 habe ich gehört. Ist auch die Bett. Ja, ein Hitman wird hier natürlich folgen. Und dann haben wir wieder die Konstellation. Kevin gegen Pharao. Ja, das ist schon eine Bet, die hinterlässt schon Eindruck beim Pharao. Habe ich ja vorhin gesagt. Das ist ein Spieler, der geht da nach der reinen Größe. Ja, das wird der größte Pot des Abends, sehe ich schon. Guck mal, wenn jetzt ein Pick kommt, dann geht es richtig rund am River. Könnte ja gut werden. Okay, Pharao hat aber auch einfach die Chips hier, um zu gamblen und der will gamblen. So, und jetzt wird's spannend. Hau raus, Carlos. Oh, die 3. Absolute Blank. Pharao check. Will hier kein großes Fass mehr aufmachen. Kevin wird hier auf alle Fälle nochmal eine Value-Bet ansetzen. Kann man nicht vorstellen, dass der Kevin hier den Gegner einfach so vom Haken lässt. Ja, nimmt sich auch die Zeit, jetzt hier zu überlegen.
mit welchen Händen der Gegner überhaupt jetzt hier am River ist und welche Hände dann überhaupt noch was callen. Möglich sind ja so Hände wie King Queen, Queen Ten. Die würden ihn ja je nachdem schlagen. Aber Pharao hat ja bisher auch gezeigt, dass er mit Mittelpairs oder einfach irgendwelchen Random Pairs einfach noch einen River Call auspackt. Von daher ist da schon noch Value drin eigentlich. Kann man schon setzen. Und ich glaube, das geht beim Kevin auch gerade so ein bisschen durch den Kopf, dass der Pharao da vielleicht auch nochmal einen Losen Call machen könnte am River. Vielleicht auch mit Ass hoch, wenn dann Kevin auf den Bluff setzt. 17:30, Kevin. Und so sieht's aus. Kevin setzt sie jetzt nochmal richtig groß. 14:30. Waren angesagt. 17:30. 14:30 habe ich verstanden. Und damit. Herzlichen Glückwunsch für diesen Rücken. Damit packt er den Test aus für Pharao. Besteht Pharao den Test? Das ist die Frage. Größte Bett des Abends. Kevin in Stein gemeißelt. Pharao vor der pokertechnischen Reifeprüfung. Ja, ich glaube, da spielen jetzt ein paar Faktoren mit. Auch, dass die schon so viele Hände gegeneinander gespielt haben und sich auch gerne gebettelt haben. Kevin durchaus mal einen Bluff spielt. Gerade in der Konstellation. Das könnte den Pharao schon zu einem Call mit Ass hoch bewegen. Auch, dass er massiv im Plus ist, ist natürlich auch immer so ein Faktor. Dann fällt so ein Call natürlich schon nochmal leichter. Linster Kevin mal kurz rüber. Der Pharao hat ihn aber fest im Blick. Sorry, Holger. Wir spielen heute nur 3,5 Orbits. Ja, da kommt sogar die Pokerpolizei. Nee, die fährt vorbei. Fouls! Oh, da war er kurz vorm Call. Da fällt die Spannung ab. Nice Hand hier vom Kevin. Nice Hand. Muss man doch jetzt einfach mal sagen. Kevin, guck noch mal, ob er hier einen Bluff zeigen kann. Und er zeigt. Er hatte 19. Er zeigt die 9, glaube ich. Nice Hand, Kevin. Also starkes Poker hier. Starkes Poker, Riesenpot. Ich glaube, nicht ganz der größte Pot des Abends, aber nice Hand hier für den Kevin. Applaus, Applaus. Macht er gut. Ja, schade, dass der Pharao hier den Call nicht findet. Wäre stark gewesen, wäre auf alle Fälle der größte Pot des Abends geworden. Kevin macht es sehr gut mit den Setzgrößen. Ich finde, am Turn hätte er sogar noch größer setzen können, weil ich hatte auch so das Gefühl, er hat einen Pharao am Haken. Der callt, was er will. Da hätte er richtig reinhauen können. River war schon okay. Also war aber eine Setzgröße, die hat den Pharao schon sehr stark nachdenken lassen. Schade, dass der wirklich gar kein Paar hatte, sondern nur Ass hoch. Sonst hätte er wahrscheinlich gecallt, glaube ich. Gerade so in der Konstellation Kevin Pharao. Nice Hand auf alle Fälle. Ja, sagt der Kevin hier. Klare Value Bet. Also Kevin hat es geschehen im Griff. Und hat es nochmal richtig, richtig gut gemacht auf den Pharao. Okay. Wir gehen jetzt in den Endspurt. Pokertechnisch und mir geht da noch eine Sache ab und das wäre ein Kaltgetränk, das hole ich mir jetzt nämlich und da der Endspurt erfahrungsgemäß auch ein bisschen länger geht, will ich auch noch ganz kurz austreten. Ich lasse euch kurz mit der Action allein, bin gleich zurück, ich eile. Achtung, das dachte ich, wir lassen es graben. Ich dachte, du gehst jetzt all in, ich muss holen. Glaub mir. Echt? War das die Überlegung? Die ganze Zeit die Überlegung, ob ich das jetzt nicht mache. Hat er nichts gehabt? Gar nichts. Ass 5. Ass 5. Big. Ach,
ich hatte wirklich. Pharao zuerst. Ah, sorry. Da hättest du es sehr leicht geschenkt bekommen von mir. Ja. Mit dem Pick. Anderen war zu viel. Ja, kann schon drüber nicht aber. Check. 3. Ein Call. Okay. Aber das ist das so? 3,50, einmal Call. Ah, check. Nee, Call. Call. Check. 2 Spieler. Maroon spricht. So, also da bin ich wieder zurück. Ich hoffe, ich habe nicht so viel verpasst, aber es sieht auch nicht so aus. Wobei, doch, ist doch einiges im Pott. Maroon hier mit den Neunern, der macht hier richtig Action. Und ich sehe Hitman mit dem Draw. Open Ender plus Flush Draw. Also doch auch eine starke Hand. Und Maroon gibt hier maximal Gas. 9,15 ist die Bet, halber Pott. Gute Odds. Und Hitman called hier. Okay. Sei auch gleich angemerkt, die Wahrscheinlichkeiten 63 zu 38 sind sicher gerundet, sonst 101% ist eher nicht so wahrscheinlich. Also sicherlich ein Rundungsfehler. Ist das nicht gecallt, Kevin? Ich würde halt sagen, dass die 8 meistens nicht live ist, aber okay, Kreuzkönig nee, macht nichts. Maroon zieht hier den Pot. Schade für Hitman, hat hier riesig Outs, 40% fast am Turn. Also auch eine Hand, die nicht so oft zustande kommt. Oder eine Hand Gewinnwahrscheinlichkeit am Turn von 40%, hast du selten mit einer Drawing-Hand. Maroon macht endlich mal den Pot, spielt den ganzen Abend wenig, weil er keine Karten hat. Bemüht sich aber, ist doch also motiviert und hat es ein paar Mal versucht, irgendwie Pötte zu ziehen. Jetzt macht er endlich mal einen Pot, sei ihm gegönnt. Nice Hand, Maroon. An dieser Stelle, fürs Finale, habe ich mir nochmal so ein Kaltgetränk aufgemacht. Die Stimme muss wieder ein bisschen geölt werden. Merkt man vielleicht, bin immer so ein bisschen heiser. Da hilft ein kühles Getränk zum Wohle. Ja, das hilft. Der Schokokuss vorhin hat zwar auch geholfen von Kevin, aber so ein Kaltgetränk ist natürlich was Feines. Hilft weiter. Ach, sehr gut, ich kann gerade nochmal abtrinken. Prost, alle. Ja, sehr gut. Also, weiter geht's. Hand Nummer 44. Das große Finale. Ganz so viel Salz in der Nähe, aber. Also würdest du sagen, das schmeckt nicht so salzig? Weil ich habe auch jetzt. Der Isle of Jura schmeckt extrem salzig. Was für Geschmäcker sind das? Weil die 9 hilft dir auch nicht. Nee. Wie gezählt, also wenn es Pik ist? Ja, Pik hätte wohl. Du bist dran. Nee, doch. Doch. Kevin hier mit dem Straddle. Naja, nee. Hitman calls. Super Vic wird ja auch callen. Eine typische Limperhand. Guck mal, ob der Pfeifenwix irgendwas macht. Ja, entscheidet sie sogar für einen Raise. Gibt's ja gar nicht. So aktiv habe ich ja den Pfeifenwix noch nie gesehen. Also auf die 80 kommst du, glaube ich, schon, oder? War über 80. Ja, Pharao foldet hier. Und Pfeifenwix kriegt 2 Caller. Ass 10-2 kommt der Flop runter. Die beiden checken hier hin und Pfeifenwix wieder Conti-Bet. 3 Viertel Pot. Kann eigentlich nur der Hitman callen, aber der hat nur einen Gutshot. Ist zu dünn. Und solides Poker hier vom Pfeifenwix.
Und fast schon versucht zu sagen, ABC-Poker hier, Preflop Raise, Conti-Bet und dann den Pot einfach mitnehmen. Das sind ja Poker-technische Züge, die kennt man gar nicht vom Pfeifenwix. Aber nice Hand, so spielt man Poker, Jörg. Ne? Also wenn du das im Replay anguckst, gerne wieder. Einfach mal setzen. Funktioniert. Erstaunlich. Erstaunlich gut. Ich habe dann währenddessen ein bisschen runtergescrollt, während ich es ihm gezeigt habe. Und er so, weil ich habe gesagt, der ist günstig und dann zeige ich es ihm und dann ist ein bisschen runtergescrollt. Sind 40er, der ist so ein Wurst. Richtig, aber voll günstig. Ja, aber dann trifft ja auch. Der Bankroll, ja. Also, nur rein. Ja, ich bekomme mal. Ich glaube, das macht er nur mit der Sorry, ich lese gerne ein. Karo, Spitze. Lies doch mal ein jetzt. Aroma, Geschmack. Geschmack süß mit Karamell und Toffee. Sowie einem Hauch getrockneter Orange und Grapefruit. Okay. Ich glaube, ja, tatsächlich möchte ich ganz überlegt Karamell, Toffee. Nur als Anlage sicher, weil ich möchte sehen, der dann so eine Flasche für 100.000 kauft. Ich finde es sogar noch 100.000, das ist schon. Wie manche Kevin auch bei ja. Raise. Könnte eine gute Kombi sein, ja. Also. Oder ja? Die Buttonhand von Maroon ist die letzte Hand. Okay. Ja. Laut Folge. Okay, ich habe gerade dem Pfeifenwix gesagt, dass er dem Dieter weitergibt. Die Buttonhand von Maroon wird die letzte Hand des Streams. Dann haben wir 48 Hände vollgespielt, 6 Orbits. Und dann gibt es das große Finale, die Endabrechnung. Und der Tisch bleibt sich treu, Kevin mit dem Open Raise. Und 4 Spieler callen. Egal, was das Race ist, wird einfach gecallt. Da wird nicht nachgefragt, da wird gecallt. 982, alles in Kreuz. Und wer hat das beste Kreuz? Pocahontas mit dem Treffer und dem König hoch. Flushdraw. Oh, interessant. Pharao hier auch mit Treffer und Flushdraw. Allerdings mit dem kleineren. Pocahontas spielt direkt an. Hitman mit dem Gutshot und den Overcards. Auch ein sehr loser Call, wenn 3 Kreuz draußen sind. Weiß ich auch nicht, ob ich da gerne drawn möchte. Gegen mehrere Spieler. Pharao callt hier natürlich auch. Und Turn ist eine 4. Ziemliche Blank wird hier gecheckt und ich denke, da wird durch. Nee, falsch gedacht. Ich dachte, da wird durchgecheckt, aber der Pharao will gern die Action übernehmen. Aber die Bettgröße ist natürlich überhaupt nicht gut gewählt hier von Pharao. 3 in den Pot, das ist natürlich viel zu wenig. Da gibt er jedem halbwegs Draw noch irgendwie die Chance hier, billig die Karte zu sehen. Und darüber ist das Ass in Karo. So, jetzt bin ich mal gespannt, was macht Pocahontas? Sie überlegt. Und tut es auch gut dran. Und stellt den Pharao vor eine Aufgabe. 405. Ja, aber das ist so eine Größe. Da überlegt der Pharao, glaube ich, nicht wirklich lange. Mit Treffer wird er, glaube ich, das immer callen. Ich glaube eher so im zweistelligen Bereich. Das ist so ein Spieler. Wenn die Bets zweistellig sind, dann wird er plötzlich aufmerksam. Genau. Das sieht nach dem Call aus und schlechte Nachrichten hier für Pocahontas. Ja. Weil die armen Kinder. Ja, Showdown. Pharao gewinnt auch diesen Pot. Nachdem er jetzt einmal gegen Kevin abschenken musste, macht er den Pot wieder klar und ist wieder zurück auf der Gewinnerstraße. Unglaublich der Typ. Also echt unglaublich Pharao. Dachte jetzt eigentlich, dass sein Pokerlauf jetzt zu Ende ist, nachdem Kevin ihn so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Lisa kann es ja leider nicht fortsetzen. Da hätte sie am River schon richtig, richtig einen raushauen müssen oder am Turn einen richtigen Race auspacken. Hätte sie eigentlich auch angeboten, weil der Stack Size. Die 3 wirken halt schon sehr schwach am Turn.
oder nicht gut so, mit am Turn 10 machen und am River All-In gehen, wäre eigentlich eine Line gewesen. Die hätte auch was hergemacht, so pokertechnisch was hergemacht. Aber wie gesagt, das sind alles nur Optionen. Ich kann das hier nur vom Moderatorenplatz einfach vorschlagen oder sagen, was man hätte machen können. Ich finde es ja immer gut als Moderator, wenn man Möglichkeiten hat. Und die Spieler haben eigentlich immer alle Möglichkeiten. Aber die Entscheidungen treffen sie dann doch immer selber. Ja? So viel dazu. Wir sind noch im Stream, oder? Ja. Ja, 25. Der Frau von Oma habe ich vorhin den Link geschickt. Schade, Oma, das war's. 75. Lisa. Ja, Pfeifenwix hat hier eröffnet mit Ass Junge off und Pocahontas packt eine 3-Bet aus am Button. Endlich mal jemand, der eine 3-Bet auspackt, außer am Kevin. Also da müsste eigentlich fast schon ein extra Lob, extra Applaus geben hier. Endlich mal eine 3-Bet, du. Ein Preflop-Spiel zum Vergessen heute an diesem Tisch. Was man da hätte Dead Money abgraben können, unfassbar. Da hättest du ein eigenes Gewerbe anmelden können mit der Dead Money, die du da hättest abgraben können. Unfassbar. Genau, aber Pfeifenwix callt hier und sorgt für noch mehr Dead Money. Jörg spricht zuerst. Achso. 10, 10, 6. Natürlich ein Board. Das willst du sehen, wenn du mit Ass Junge eine 3-Bet callst. Check, check. Da verpasst die Lisa hier leider die Bet. Bei mir nicht. Bei mir ist das Problem, ich treffe ja noch nicht mal. Pfeifenwix. Checkt wieder und jetzt kommt die Bet von Pocahontas. Keine Hand. Und wenn ich dann mal gewonnen habe, dann hatte ich halt schon. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, gegen so einen Spieler wie Pfeifenwix eine Delayed-Conti-Bet zu spielen. Der auch loose called, nachdem der Turn so absolut blankt. Und gar keine Action kommt. Vielleicht auch gar nicht so schlecht die Taktik jetzt im Nachhinein. Einfach mal kurz gucken, wie der Gegner reagiert. Pfeifenwix kann ja hier alle Handhände hier Raise callen, die auch irgendwie noch Showdown Value haben. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht jetzt hier von Pocahontas. Hätte natürlich jetzt auch in der Konstellation einfach einen Flop betten können als Preflop-Aggressor. Aber gut. Ist ein Glücksperr nach der 48. Hand. Ah, jetzt werde ich gerade noch gefragt. Ja, klar. Kevin, das sage ich gerade mal durch. Aber soll Hand 48 ein Glücksperr sein? So, ich gebe das mal kurz durch an den Tisch. Ich muss das immer hier eintippen. Glücksperr nach der Hand ist in Ordnung für... Die Pokermärchen-Tante, das merke ich mir, weil ich mache immer diese Kommentare im YouTube, das schreibe ich da hin. Pokermärchen-Tante erklärt. Du hast den Button, Kevin. Achtung, Achtung. Oh, jetzt. Glücksbar nach der Hand ist in Ordnung für mich. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg und ein langes Leben. genau. Also nach der Hand. Was ist das? Das heißt Star Wars oder sowas. Das ist Bocky. Ah, Prosper. Okay, also ihr habt es gehört. Die Spieler spielen jetzt noch zwei Hände. Danach gibt es noch einen Glücksperr zum Abschluss. Also eigentlich sind jetzt zwei Hände noch. Meine und genau, hat Supervic Treffen gerade formuliert. Oh, ja. Nee, doch, Pfeifen, ich bin raus. Erst raus. Du musst schon mal zweiter Okay. 25. So, hier haben wir wieder mal eine 3-Bet von Kevin. Am Button. Der macht hier einen auf Baumeister. Wer den Baumeister nicht kennt, auch einer unserer Regulars im Stream, die den Button immer raisen und immer spielen. Kevin macht es nicht anders, nutzt ihr den Button für eine schöne 3-Bet.
Man spielt hier mit Ass 10 gegen 6-3. Also, lohnt sich offensichtlich dieses Button Play an so einem losen Tisch. Und 6-3 trifft hier den Open Ender. Natürlich nice. Kevin hier mit den Overcards. Und jetzt gucken wir mal, was der Pharao macht. Guckt schon mal Richtung Monitor. Das ist immer so ein verräterisches Zeichen. Das heißt, der Spieler guckt sich an, was im Pott ist. 35. Was? Und ich glaube, nach der Hand gerade eben will er einfach auch mal zurückspielen gegen Kevin. Mindestens. Ah, das ist schon 35. Ja, korrekt. Der junge Alexander noch nicht länger nach. Nach knapp 3,5 Stunden. Na, also hier, große Bett hier von Pharao. Und Kevin glaubt ihm nicht. Ich glaube, der riecht den Braten. Schauen wir mal, was der Turn uns bringt. Eine 2. Oh. Das ist natürlich jetzt eine starke Karte. Ja, die waren drin. Waren schon drin. Ich habe sie gerade genommen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Pharao ist unglaublich. Die Gestik und Mimik. Klasse für so einen Live-Poker. Ideal. 35. Dann schauen wir mal. Kevin hat jetzt wieder so eine Denksportaufgabe. Da ist eigentlich nur die Frage, hat der Gegner eine Hand, hat er keine Hand? Setzt er ihn auf den Bluff, setzt er ihn nicht auf den Bluff? Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. So dramatisch. Nein, ich bin nicht so vulgär. Ich meine, bisschen ungewöhnlich. Die Setzgrößen für Pharao sind schon deutlich größer als sonst, wer den Stream beobachtet hat. Der war eher so auf der kleineren Seite der Setzgrößen unterwegs, der Pharao. Ja, und das merkt der Kevin auch irgendwie, dass irgendwas anders ist in der Hand. Weil Pharao die Setzgrößen auch so deutlich angesagt hat. Rüber wäre die 8 gewesen. Also, ich glaube, der Kevin hat den Braten gerochen, glaube ich. Ja. Und? Nice, Pharao zeigt hier die Nuts, zeigt die Straße. Nice Hand. Kevin, good fold. Hey. Ja. Wahnsinn. Und dass ich am Turn merke, dass ich hinten bin. Ja. Also, Kevin hat die Gefahr förmlich gerochen. Ne? Wie so ein... wie nennt man das denn? Wie so ein Spürhund. So ein Trüffelschwein. Ja, Trüffelschwein vielleicht nicht. Spürhund ist, glaube ich, besser. So Alarmstimmung. Also man hat es gemerkt so ein bisschen. Pharao reagiert anders. Setzgröße ist anders. Die Art der Chips zu setzen ist anders. Er sagt, was er setzt. Habe ich schon mal bemerkt oder angemerkt im Stream. Das sind immer so Signale. Da sollte man zumindest mal kurz innehalten. Hallo. Hier kurz Hirn anschmeißen. Da ist was los. Was könnte denn da los sein? Und dann eine Entscheidung treffen. Macht der Kevin hier super. Also, Applauso. Sogar der Yannick sagt, good fold. Also, letzte Hand des Streams. Danach noch ein Glückspair. Hand Nummer 48. Straddle und Doppelstraddle am Start. Aber ich glaube, ich sehe sonst leider keine starken Starthände. Pocahontas. 1,30. Oh, ist ein bisschen knapp. Die Setzgröße. Was rede ich denn gerade? Kevin hat auch eine Starthand. Wird hier auf alle Fälle die 3-Bet auspacken. 3,40. Ja, das ist schon besser. Das wäre was. Ja. Ich auch. Das hätte ich auch hier. Ich tippe jetzt mal so auf 2,9. Ich habe nicht geguckt. Macht eine 7,9. Hitman hier mit dem Cold Call mit Ass 9 off. Das ist schon fast crazy. Gucken wir mal, was der Pharao foldet auch. Und Pocahontas kriegt das natürlich super Odds. Schließt die Action ab. Ja, easy call hier für Pocahontas.
Und Kevin kriegt zwei Corner. Ich weiß auch nicht, ob ihm das gefällt. Wahrscheinlich schon. Der Flop dürfte ihm allerdings überhaupt nicht gefallen. Ass, König, 3. 2 Herz. Oh, Petmann hier von vorne anspielt. Ja, Pocahontas wird sich hier schnell verabschieden. Hat gar nicht connected und für Kevin natürlich auch schwierig, hier noch einen Call zu finden. Ich glaube, da foldet er einfach und Hitman. Nice. Hitman gewinnt die letzte Hand des Streams. Ass 9, Preflop, Cold Call, einfach 3 Bet Pot. Muss man einfach auch mal machen, ne? Also ich kann es nur jedem Spieler ans Herz legen, einfach halt mal Preflop callen, kann ja kommen. In dem Fall ist es gekommen. Kevin hat kurz den Schmerz weggeatmet, aber hat man schon gesehen, so muss da doch schon ein bisschen tiefer ein und vor allem auch ausatmen. Ja, aber gehört dazu. Okay, ich würde sagen, Glückspär, wenn der Kader soweit ist. Ja, ich glaube, der bereitet das gerade vor. Für alle, die nicht wissen, was ein Glückspair ist, erkläre ich es kurz. Jeder Spieler setzt 10 Big Blind, also einen weißen Chip. Und alle spielen komplett das Board durch. Die Karten werden offen gedealt und die beste Hand gewinnt den ganzen Pot. Ganz einfach, nennt sich Glückspair. Im Grunde flippen alle halt um 10 Big Blinds. Nicht mehr und nicht weniger. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Carlos sortiert gerade den Tisch. Und wir schauen mal, ob er es hinkriegt. Zwei Mark hinlegen. Ja, ja, genau. Das Glücksbär. Ja, bei allen Spielern bucht er jetzt erstmal die 10 Big Blinds ein. Ist auch so ein Software-Ding, was wir wahrscheinlich noch verändern werden, dass wir da eine Taste haben, dass wir da nicht immer bei jedem da Bet und Call machen müssen. Da sind wir noch dran mit unserem Programmierer. Da gibt es in baldiger Zukunft hoffentlich noch ein paar Veränderungen an unserer Software. Und dann hat sie ewig gebraucht und hat dann noch alles verteilt. Und so. Janek sagt, er ist Lifetime im Plus im Glückspair. Ich glaube, ich auch. Ich habe schon ziemlich oft gewonnen. Ich würde mal sagen, so 15% Glückspair-Quote habe ich. Ja, vielleicht sogar 20. So, also, schauen wir mal, ob was Gutes dabei ist. Schalten wir mal auf die Kamera. Perspektive. Also, da ist allerhand Gemüse dabei. Superweg hat eine gute Hand mit Ace Queen. Aber Glückspair ist ja Glückspair. Du spielst gegen 8 Spieler. 7, 8 Junge. Den Junge hat der Vize. Die 7 der Hitman. Die 9, okay. Die 9 ist gut. Ja, Vize noch vorne. Aber viele Outs gegen sich jetzt. Und die 10. Das macht dann wohl der Dame die Straße. Also Pocahontas, Brahmaroon und Superweg teilen sich den Pot hier. Splitpots. Mehr als vorher, also. Splitpot für 3 Spieler. Wahnsinn. Ja, Kevin erklärt es kurz. Also. Das ist ja krass, wir hatten letztes Mal zweimal. Ja, hatten wir auch selten, dass wir das Glücksbär hier splitten. Vor allem für 3 Spieler. In dem Fall, ja. Genau. Splittens 3 Spieler ist auch versöhnlich dann für so einen Abschluss von so einem Pokerabend. Kann man nicht meckern. Okay, also Carlos versucht jetzt hier noch diesen Pot aufzuteilen. Dann wird er den Gewinn einbuchen und ich mache dann gleich die Stats an. Und ich weiß jetzt nur nicht, ob die Spieler jetzt einen Chip-Count machen. Das ist für mich jetzt kurz interessant. Genau, Chip-Count, sagt der Carlos gerade. Also, Chip-Count gibt's. Ich sag euch schon mal mein kleines Fazit zu dieser Runde.
Das mache ich aber erst, wenn ich hier ein bisschen Musik angemacht habe. Wollen wir auch noch was auf die Ohren haben für das große Finale. Ein bisschen entspannte Musik im Hintergrund. Das macht es ein bisschen verdaulicher. Also, spaßiger Abend heute Abend. Ich hätte es fast gesagt Action geladen, war er aber gar nicht so, auch wenn jetzt brutal viel gespielt wurde. Es war auf alle Fälle ein extrem Loser-Abend, das ist schon mal Fazit Nummer 1. Die Leute haben wahnsinnig viel gespielt, vor allem in erster Linie Pharao hat brutal viel gespielt. Das war aber auch klar, als der Name gefallen ist, dass der heute spielt. Dass die Runde so wird, wie sie wird, weil Pharao einfach Spieler ist, der spielt einfach jede Hand und der foldet ungern. Und das war auch der Hauptcharakter dieser Folge, dieser Episode. Grundsätzlich muss ich mich aber auf alle Fälle bei Pharao bedanken und auch bei Superweg, bei Omega Matze und bei Pfeifenwix, denn die sind nämlich eingesprungen für 4 Spieler, die uns heute ausgefallen sind. Der letzte heute Mittag. Haben wir alle noch an den Start gebracht, unsere Poker-Jungs, unsere Poker-Buddies abtelefoniert und haben die Runde komplett gekriegt. Eigentlich sah es so aus, als wenn wir nur zu 6 spielen und da wäre schon einer davon Carlos gewesen. Wäre natürlich eine Vollkatastrophe gewesen, aber wir konnten den Stream doch am Laufen halten. Dafür war die Runde hervorragend, richtig Spaß gemacht. Technisch vielleicht noch ein kurzes Fazit. Unsere Kameraperspektiven sind mittlerweile richtig gut, macht richtig Spaß. Ich glaube auch das anzugucken, die Replays machen auch richtig Spaß. Tonqualität war heute, glaube ich, gut, hoffe ich zumindest. Zumindest was ihr kurz geschrieben habt. Am Anfang war es ein bisschen chaotisch, da war es aber auch ein bisschen lauter. 2 Sachen haben heute nicht funktioniert. Das eine ist diese Deal-Zwischensequenz. Die hat leider nicht funktioniert. Da muss ich nochmal checken, warum das nicht funktioniert hat. Das liegt an unserem inneren PC. Dann hat er mal kurz gestreikt. Muss ich auch nochmal gucken, woran das gelegen hat. Und ansonsten hat, glaube ich, technisch alles funktioniert. Der Stream ist nicht abgeschmiert, die Eingaben haben gestimmt, unsere Software ist nicht abgestürzt. Der Dealer hat funktioniert, das ist auch was, was nicht immer funktioniert. Also Carlos heute wirklich fast fehlerfrei. Am Anfang hat er einmal den Hitman vergessen zu callen oder zu folden oder irgendwas. Also auch sehr gut gemacht. Genau. Und jetzt sage ich es gerade und schon stürzt die Musiksoftware ab. Aber ist ja kein Problem. Dann starten wir die einfach neu. Und schon geht sie wieder. Genau, ich warte jetzt noch auf den Chipcount und dann gibt es die große Endabrechnung. Sind die schon fertig mit dem Chipcount? Okay, also, dann warte ich immer noch auf den Chipcount. Und laber mir hier den Mund fusselig. Genau. Also, Kevin kommt gleich zum Spielerinterview und dann gibt es hoffentlich gleich den Chipcount. Die ersten Spieler sind schon hier, versammeln sich schon. Superweg und Pocahontas. Ja, ist der Chipcount schon fertig? Ja, ja. Chipcount ist fertig? Ja. Nee? Okay. Ja, komm. Das Spieltempo an die Schnelligkeit des Zählens. Ja, genau. Also ist natürlich wieder gut für mich, weil ich muss dann morgen wieder Videobearbeitung machen und wieder stundenlang mein Gelaber rausschneiden. Werde ich natürlich machen. Aber ich... Genau, aber ich glaube, Carlos hat es gleich. Das Problem war, glaube ich, dass der Pharao heute zu viele Chips hatte. Ich glaube, das war so ein Grundsatzproblem, also nicht nur für den Carlos jetzt beim Chipcount, sondern für den Pharao selber auch und für die Spieler am Tisch. Gut, also dann schreiten wir jetzt zum amtlichen Endergebnis. Ich bin Vierter mit einer Lage. Noch nichts verraten, Lisa. Entschuldigung. So, also los geht's, unser Endergebnis. Also die Standings. Pharao, 10,5 Lagen im Plus. Ungeschlagen, der Mann des Abends, wie soll es auch anders sein, ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Auf Platz 2 Kevin mit 3 Lagen im Plus, der hat sich irgendwie noch ins Plus hochgespielt, also irgendwie ist vielleicht der falsche Eindruck, durch eine starke Hand gegen Pharao hauptsächlich hat er sich nochmal richtig ins Plus katapultiert. Das waren die prägenden Spieler des Abends, was zumindest das Plus-Minus angeht. Der Rest leider in der roten bis tiefroten Zone. Pocahontas 1 Lage im Minus, Superweg fast 2 Lagen im Minus, Hitman fast 3 Lagen im Minus, Pfeifenwix und Vize am Ende des Tableaus. Bei denen lief leider nicht viel zusammen heute Abend. Man kann es auch anders sagen, beim Pharao lief alles zusammen und so kommt halt eins zum anderen.
So, jetzt wird's spannend. VPIP, wo ist der Pharao gelandet? Wie viele Hände hat er gespielt? Ich sag 85%. Sage ich jetzt einfach mal. Und es sind 84%. Aufgerundet. Ist auch okay. Also 84% musste er erstmal hinkriegen am Pokertisch. Da musste schon für arbeiten. Das geht nicht, wenn du mal aufs Klo gehst oder mal irgendwie kurz eine Zigarette raus. Da musste schon eigentlich jeder, musste eigentlich schon fast jede Hand spielen. Ne? Umso erstaunlicher ist es ja, dass der Pharao, aus welchen Gründen auch immer, das erklärt er mir hoffentlich nachher, Junge 2 off gefoldet hat, nachdem er in der Hand davor Dame 2 off gespielt hat. Das habe ich nicht verstanden. Also klar, ist natürlich schlechter als Dame 2, aber hat er gefoldet. Ne? Also da wäre mehr möglich gewesen. Ne? Er hätte mehr Hände spielen können. Hitman auch stabil, 63%, Superweg stabil, Pfeifenweg stabil, Kevin stabil. Brahmaroon, der war wirklich nicht mit Händen gesegnet. Der hat auch richtig gehadert in der Session, hat man ihm angemerkt. Der war willens, der war motiviert, aber der hat einfach kein Material gekriegt zum, zum Spielen. So, PFR, wer hat am meisten geraced? Kevin, erwartungsgemäß. Eigentlich doppelt so viel wie der zweite und das sagt alles über den Tisch, über den Charakter des Tisches, über die Moral des Tisches. Bin ich am Tisch zum Spielen oder bin ich am Tisch zum Callen? Und das sieht man eigentlich in der Tabelle eindeutig, wer zum Spielen hier war und wer nur callen wollte. So, Kevin hat richtig Gas gegeben, der Einzige mit 3-Bets, 4-Bets, wobei Pocahontas auch gereraced hat, Preflop. Habe ich auch mehrfach lobend erwähnt, fand ich gut. Daumen hoch. Okay, also ich werde hier gerade darauf hingewiesen, dass Pfeifenwegs mit 12,2% auf der PFR-Skala vorhanden ist, was ja normal nicht der Fall ist. Also von daher Glückwunsch, Hut ab, wenn ich keinen Kopfhörer auf hätte, Pfeifenwegs, du hast Preflop den Race-Button gefunden. Weiter so, Pfeifenwegs. Weiter so, weiter so. Gut, also zum Abschluss die Win-Prozente. Aber das gibt auch keine Überraschungen. Pharao, Pocahontas, Kevin, über 30% Winrate. Brahmaroon, Pfeifenwegs im Mittelfeld und Vize, bei dem ging auch nicht viel zusammen. Der einzige Pot, wo der Vize mal richtig drin war, war der Split-Pot gegen Hitman. Da haben beide Two-Pair gehabt. Aber das war ja quasi ein gefühlter Sieg. Also muss man, war ein gefühlter Sieg, ne? Genau, also. Und er war auf Zweiter. Okay, gut. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir jetzt genug über die Standings gesprochen. Der Abend hat für sich selbst gesprochen. Ich habe genug gesprochen. Jetzt darf noch der aus guter Tradition der Kevin sprechen. Ich habe dir extra Mikrofon dahingestellt, Kevin. Ich muss aber noch anmachen. Ich würde heute gern nichts sagen. Sag trotzdem was. Bob. Okay, danke Kevin. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Die ich weiß nicht, was soll ich denn noch ergänzen? Ich hab's ausgemacht, Kevin. Ja, ist gut. Jetzt kannst du wieder was sagen. Was soll ich denn noch ergänzen? Hast du doch alles gesagt. Deinen persönlichen Eindruck. Mein persönlicher Eindruck? Ja. Ja, wenn du mich konkret fragst, dann kann ich natürlich gern was sagen zu meinem persönlichen Eindruck. Mein persönlicher Eindruck war, dass man an so einem Tisch, wo es halt einen gibt, der das Ganze dominiert, umso besser seine Spots aussuchen muss. Und das habe ich eindeutig geschafft heute. Das spiegelt meinen Kommentar wieder 1:1. Also ich werde quasi bestätigt. Also es gibt ja immer wieder mich, der dann quasi gegen diesen Tagessieger dann immer noch eine gute Figur macht. Von dem her kann man... Kurz im Profil, bitte. Ich bin Papa, ich darf das. Gut, also ich würde sagen, er hat recht, der Kevin. Also der Einzige, der dem Pharao irgendwie Paroli geboten hat, war sicher der Kevin. Genau, im Replay werden wir das nochmal genau analysieren, beziehungsweise nochmal hervorheben. Nochmal ein bisschen. Ja, ich werde da nochmal vielleicht nochmal so ein bisschen was hervorheben im Replay. Machen wir vielleicht ein bisschen was. Ansonsten vielen Dank fürs Spielen. War ein guter Stream, hat Spaß gemacht. Ja, hat es dir auch Spaß gemacht? Hat mir auch Spaß gemacht, ja. Rekordstream, die meisten Zuschauer. Echt? Und, ah, okay. Ja, wie war denn so, also es war ja doch recht langsam insgesamt so, die Hände, die gespielt wurden, wie kam das jetzt bei dir an, wie kam das bei den Zuschauern an? Das war tatsächlich ein Problem, dass die Spieldauer zu langsam war. Ja. Also so gefühlt. Ja. Ja? Also wurde langsam gespielt, aber dafür war die Runde so loose und lustig, das hat es wieder wettgemacht. Okay. Also ein lachendes und ein weinendes Auge. Ist okay, Kevin. Ich hoffe, dass Leverkusen nicht ganz enttäuscht war heute.
weil ich weiß gar nicht, ob die zugeguckt haben. Aber ah, ja, okay. Alena hat zugeguckt, die war tapfer bis zum Ende. Okay, also, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss, weil das muss ich alles auf YouTube noch bearbeiten. Ja, ja, schneid es einfach weg. Genau, alles rausschneiden. Schönen Abend, gute Nacht und die Replays gibt es auf YouTube und was wollte ich noch sagen? Ich bin da im Spiegel sichtbar, deswegen mache ich so. Ich sage jetzt einfach mal gute Nacht. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss ist gut. Tschüss ist gut. Pocahontas? Auch noch was? Nee. Nee. Alles klar. Gute Miene. Bösen Spiel. Okay, ciao. Ciao.